Frau Abgeordnete-Diplomkauffrau Elisabeth Purcella als Nächste. Noch einmal Tirol, diesmal Volkspartei. Elisabeth Purcella stammt aus dem Tiroler Oberland. Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen an den Rängen und vor den Bildschirmen. Wenn man in Tirol lebt, dann hat man es nie weit bis zur nächsten Staatsgrenze. Wenn man mit dem Zirkel einsticht in die Tiroler Karte und einen Kreis zieht mit 100 Kilometern, dann ist man entweder gleich in Italien, in der Schweiz oder in Deutschland. Italien und die Schweiz verlangen schon seit langer Zeit Maut für PKWs im höherrangigen Straßennetz. In der Schweiz sind es derzeit pauschal 38,50 Euro pro Jahr. Also man hat keine Möglichkeit, für weniger Tage eine Vignette zu erstehen. In Italien ist es so, dass die Höhe der Maut nach der Länge der abgefahrenen Strecke berechnet wird und Strecken mit hohem Aufwand für Bau und Erhaltung, wie zum Beispiel Tunnel und brückenreiche Gebirgsautobahnen, werden höher berechnet als andere. So ergibt sich für einen normalen PKW in Italien ein Durchschnittswert von ungefähr 7 Cent pro Kilometer. Auch zum Beispiel in Frankreich, Slowenien oder Kroatien wird streckenabhängige Maut verlangt. Meine Kollegen haben das schon ausgeführt. In Österreich ist für 2017 jetzt vorgeschrieben, dass eine 10-Tages-Vignette 8,90 Euro kostet, für 2 Monate 25,90 Euro und für ein Jahr 86,40 Euro. Und zwar für alle PKW-Lenker gleich. 3 Länder, 3 Systeme. Das führt dazu, dass zum Beispiel bei uns in Tirol, aber sicher auch in Vorarlberg, sehr viele Bürger und Bürgerinnen auf ihrem Auto sowohl eine österreichische Mautvignette haben, als auch eine Schweizer Mautvignette und dazu noch einen italienischen Telepass besitzen. Das ist so wie früher, bevor im Euro, da haben auch ganz viele Menschen bei uns 3 Geldbörsel gehabt, eines mit Schilling, eines mit D-Mark und eines mit Lire. Ein kompliziertes System. Oder man könnte auch sagen, gar kein System. Nun will also auch Deutschland eine PKW-Maut einführen. Nach unserem derzeitigen Wissensstand und was an Unterlagen vorliegt, soll die 10-Tages-Vignette von 2,50 Euro losgehen, je nach Hubraum und Schadstoffausstoß, und bis 25 Euro kosten, für 2 Monate bis zu 50 Euro und die Jahresvignette maximal 130 Euro. Und nach unserem Wissensstand momentan ist es so geplant, dass Ausländern nur auf Autobahnen Maut berechnet wird. So weit, so gut. Und ich denke mir, sehr viele Menschen bei uns sehen das auch als nachvollziehbar an. Der Kollege Klug hat es gerade auch schon gesagt. Es gibt eine gewisse Akzeptanz bei uns in Österreich mittlerweile, dass höherrangige Straßennetze teuer sind, dass sie renoviert, ausgebaut, gewartet werden müssen. Und gute Infrastruktur kostet nun mal, sie hat ihren Preis. Was die Österreicher aber wirklich nicht verstehen und speziell natürlich auch die Menschen in den Grenzregionen, ist das Vorhaben der Deutschen, die Halter von in Deutschland zugelassenen Kfz oder steuerpflichtigen Kfz durch eine Kompensation abzugelten. Die Absicht dahinter ist, dass die Ausgaben für die PKW-Maut für Deutsche vollständig kompensiert wird. Ganz abgesehen davon, dass es ganz große Zweifel gibt, dass dieses Vorgehen EU-konform ist, der Herr Minister hat es schon sehr genau ausgeführt und auch einige meiner Kollegen, ist es einfach auch so, dass die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger bei uns das als extrem unfair empfinden. Diese Vorgangsweise ist für viele von uns einfach nicht akzeptabel. Gerade bei uns in Tirol, und man hat es vorhin gemerkt, die Kollegin Wurm ist auch ganz emotional geworden, wie sie über Tirol erzählt hat, bei uns in Tirol gibt es einfach immer wieder große Schwierigkeiten aufgrund der Maut. Flüchtlinge, die aus dem Norden zu uns kommen und teilweise auch durchreisen. Wir brauchen nur an Kufstein zum Beispiel denken, wo immer wieder das Chaos herrscht und Kufstein komplett zum Stillstand kommt, weil eben die Menschen, die zu uns kommen, sich um die Maut herumdrücken. Das sind halt sehr oft auch deutsche Bürgerinnen und Bürger. Und jetzt entsteht der Eindruck bei uns, umgehen sie die Maut, indem sie auf den Landesstraßen fahren und wir sollen in Deutschland Maut zahlen. Das kann niemand mehr verstehen, obwohl man da vielleicht ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleicht, aber trotzdem geht es da in die Emotion und die Menschen sind da ziemlich aufgebracht deswegen.
Da wir noch nicht genau wissen, wie das deutsche Vorhaben ganz genau im Gesetz umgesetzt wird, kann jetzt derzeit auch schwer eingeschätzt werden, welche Vorgangsweise von unserer Seite die beste sein wird. Der Kollege Ottenschläger hat ja schon zugesichert, Herr Bundesminister, dass von unserer Seite Unterstützung natürlich zugesagt ist, wenn es einen vernünftigen rechtlichen Weg gibt. Ich möchte aber ganz eindringlich bitten, jetzt abgesehen davon, was in der EU eingebracht wird, alles daran zu setzen, dass es für uns Österreicher und im Speziellen für die Bewohner der Grenzregionen eine akzeptable Lösung geben wird. Vielen herzlichen Dank.